Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott. So lesen wir im 2. Buch Mose im 20. Kapitel. Ach, das sehe ich ganz leidenschaftslos, sagte jemand, als er in einer hitzigen Debatte um seine Meinung gefragt wurde. Leidenschaftslos, das klingt wie objektiv, rational, kritisch, abgewogen, ohne Emotion. In einer hitzigen Debatte mag leidenschaftsloses Argumentieren vielleicht von Vorteil sein, aber es wirkt kühl, distanziert und unbeteiligt. Etwas leidenschaftlich tun ist etwas anderes, etwas mit großem Interesse, mit Begeisterung oder sogar mit Enthusiasmus zu tun. Leidenschaftlich kann man einem Hobby nachgehen, sich begeistern für Musik oder für schnelle Autos, für den Garten oder für Briefmarken. Eine Leidenschaft für etwas zu entdecken, ist nichts Distanziertes, Kühles. Man tut es mit ganzem Herzen, kann Feuer und Flamme sein, spürt eine Glut in sich. Besonders deutlich wird das natürlich in einer Leidenschaft, die man zu einer Person empfindet. Sie äußert sich in einem Verlangen, einer Sehnsucht, einer starken Liebe. Natürlich ist nicht jede Leidenschaft gleich Liebe, aber kann man leidenschaftslos lieben? Das Wort Leidenschaft birgt das Wort Leiden in sich. Und trotzdem klingt es positiv. Für eine Leidenschaft nimmt man etwas auf sich, freiwillig und erwartungsvoll. Selbst wenn es schwer ist, wenn einem etwas zugemutet wird, selbst wenn man daran leidet. Das ist das Besondere an der Leidenschaft und an der Liebe. Wir sind in der Passionszeit, die uns in diesen Wochen bis Ostern an den Leidensweg Christi erinnert. Diesen Weg zu verstehen, gehört zu den schwierigsten Glaubensinhalten. Denn alle Deutungen und Erklärungen sind immer nur Versuche, der heilvollen Bedeutung dieses Weges näher zu kommen. Vielleicht kann es uns helfen, wenn wir etwas mehr an die Bedeutung von Leidenschaft denken. Christus hat uns Menschen die leidenschaftliche Liebe Gottes gezeigt, die bereit war, etwas auf sich zu nehmen, was schwer sein kann, sogar Leid bedeuten kann. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Das hat Christus uns mit seinem Leben und Sterben deutlich gemacht. Man kann es nicht leidenschaftslos verstehen. Aber wer etwas von Leidenschaft weiß, könnte etwas vom Geheimnis des leidenschaftlich liebenden Gottes verstehen und spüren, sie gilt uns, dir und mir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.